Für Jugendliche ist es oft eine schwierige Entscheidung, wie ihr künftiges Berufsleben aussehen soll. Ein Handwerk erlernen oder doch auf eine höhere Schule weitergehen? Wenn man sich für Letzteres entscheidet und vielleicht sogar seine sportlichen Ambitionen mit einfließen lassen möchte, bietet die Tourismusschule in Bad Hofgastein eine ideale Lösung an. Zwei Schultypen sind in diesem Gebäude im Bad Hofgastein untergebracht. Die Höhere Lehranstalt für Tourismus und die Höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski. 5 bzw. 6 Jahre dauert die Ausbildung mit sportlichem Schwerpunkt oder ohne. Eines haben beide Schultypen jedoch gemeinsam: sie bringen bestens ausgebildete Fachfrauen und Männer hervor. An einem Tag der offenen Tür können sich interessierte Jugendliche mit ihren Eltern ausführlich über die Schule informieren. Wenn Interessenten zu uns kommen, dann sehen sie einerseits das Schulangebot, können in unsere Lehrküchen hineinschnuppern, sehen die Internate und fühlen sich bereits wie ein Schüler, eine Schülerin, eine zukünftige, indem sie dann auch bei Schnupperstunden teilnehmen können oder auch mitshaken können. 86 Schüler in 4 Klassen absolvieren zurzeit die Skitourismusschule und der Anteil der sportlichen Ausbildung ist sehr hoch. Ja, man kann sagen, ca. 50% des im Jahr nimmt die sportliche Ausbildung in Anspruch. Das ist aufgeteilt in Konditionstraining, in Ski- und Schneetraining und Mentaltraining. Von der Menge ist eigentlich perfekt aufgeteilt. Also wir haben 4-mal in der Woche 4 Stunden Konditraining, wenn wir jetzt nicht auf die Ski stehen. Und jetzt in den höheren Klassen haben wir dann am Nachmittag Schule und am Vormittag das Training. Und in den niederen Klassen ist am Vormittag Schule, am Nachmittag Training. Und es wird eigentlich der ganze Zeitraum eigentlich perfekt ausgenutzt. Einige bekannte Profisportler besuchten die Skitourismusschule in Bad Hofgastein. Da haben wir mit dem Marcel Hirscher und die Anna Veit, früher Fenninger, die bei uns absolviert haben. Aber ich darf nur einen Salzburger nehmen, den Philipp Schörkofer darf man nicht vergessen. Neu in Bad Hofgastein ab dem Schuljahr 2017 gibt es die Hotelfachschule Meisterklasse Kulinarik. Die Initiative dafür geht von Haubenkoch Andreas Döllerer aus. Es schwebt ihm etwas vor in Kooperation mit der Hotelfachschule hier im Schwerpunkt Kulinarik, im kulinarischen Bereich hier Initiativen zu setzen. Ja, und so haben wir bei verschiedensten Terminen verschiedenste Ideen gesponnen. Ja, und das Endprodukt ist jetzt hier eine Kooperation mit den schönen Restaurateur Österreichs, mit Top-Partnerbetrieben, unter anderem unter Führung von Andreas Döllerer. Es gibt Partnerbetriebe, 15 Stück an der Zahl, die immer Meisterklassen an der Schule durchführen werden. Einmal pro Woche ist es fix eingeplant. Dann gibt es eben auch eine Adaptierung, Überarbeitung des Lehrplans, vor allem im Küchenbereich, wo wir uns eben die bestehenden Entwürfe anschauen und eventuell modernisieren wollen. Und dann gibt es zusätzlich noch, nicht von uns gehalten, sondern von Lehrern aus der Schule, schwerpunktmäßig zum Beispiel Patisserie, zum Beispiel Schokolade, Brot, also zu Themen, die eben für jeden Koch auch sehr wichtig sind. Diese Meisterklasse ist natürlich eine zusätzliche Aufwertung der Ausbildung. Durch unsere gute Ausbildung und so viele Zusatzqualifikationen ist das ein super Weg, auch nach der Matura noch was weiter studieren oder Weiterbildungen machen. Und auch vor allem das Klima in der Schule, Klassenklima, es passt alles voll super. Ich bin sehr froh, dass ich in die Schule gegangen bin, dass ich den Weg gewählt habe. Und es ist vor allem das, dass wenn man da aus der Schule rauskommt, wir haben eine Matura und allerdings einen Beruf haben wir. Wir können gleich wo einsteigen. Wir haben gute Berufschancen, wenn man aus der Schule rauskommt, weil es echt einen guten Ruf hat bei vielen Betrieben. Dieser gute Ruf eilt den Tourismusschulen Salzburg voraus, die ein Garant für top ausgebildete Fachkräfte im Tourismusbereich sind.